Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Evoland 2 und einem neuen Start direkt mit einem Kartenspiel. Wir sind bereit, hoffe ich, 2020. Das scheint mir ausgeglichen. Nur kriege ich schon wieder die teuren am Anfang. Warum? Was ist denn hier los? Das war letzte Folge auch schon so, dass ich direkt mit den teuersten Karten überhaupt gestartet habe und mir natürlich keine außer einer Nuller-Kreatur, die Mana produziert, leisten konnte. Also, nichts gegen die Mana-Produktion, nehme ich auf jeden Fall. Aber es war schon ärgerlich. Wir hätten 10 Mana. Wenn wir ihn verkaufen, sogar 13. Das würde für die beiden reichen, die machen zusammen 10 Schaden. Wenn ich nur ihn ausgebe, macht das 9 Schaden. Das klingt doch eigentlich nach einer eindeutigen Entscheidung, würde ich behaupten. Aha, das sind ja nur 13. Das sind ja 14 für die beiden da unten. Dann ist es nicht ganz so eindeutig. Dann würde ich auf Mr. Muskelmann gehen. Ja, eigentlich kann ich den Schleim da unten ignorieren. Warum war die vollen 9 rein? Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich den Schleim ignoriert habe. Oh, was ist das? Ein Käfer? Habe ich den schon? Ich glaube nicht. Okay, 7 und 4 sind 11. Kann ich mir nicht leisten. Autsch. Da hat Reno nicht mehr ganz so viel Leben. Die obere Front ist nicht besetzt. Das heißt, wir könnten das direkt auch schon wieder beenden, indem ich gar nichts mache. Aber aus Prinzip möchte ich natürlich schon noch was tun. Reicht leider nicht für beide. So, wieder ein Kartenspiel gewonnen. Läuft. Oh. Ach, oh nein. Ich hatte ja schon gegen sie gespielt. Verflixt. Gut, naja, das war rein moralischer Start mit einem Sieg in diese Folge. Unabhängig davon, ob es uns eine Karte gebracht hat oder nicht. Dann jetzt aber hier. Du bist doch ein... Ja, du bist ein Zweierkartenspieler? Zwei Karten? Oder ist hier hinten irgendwas? Nee, ich sehe hier nichts. Er hat anscheinend zwei Karten. Ah! Ihm sollen wir die Flugmaschine zeigen. Aber es ist doch gar nicht Sid. Sid ist doch schon verstorben. Kleine Herausforderung gefällig. Reden wir vom Kartenspiel oder wovon reden wir? Ich weiß nicht, ob ich ja sagen soll, aber ich muss wohl. Viel Glück. Viel Glück bei was? Oh nein, die Musik. Nein! Oh nein, oh nein. Nein, die Musik schon wieder. Hilfe! Habe ich irgendwas gedrückt gehalten? Ich habe was gedrückt gehalten, ne? Wo bin ich? Da bin ich. Aua.
Nein, ich habe schon wieder losgelassen. Nein, ich verbrate hier ständig die Ultimate. Oh Gott, ich sehe es schon. Ich habe die Ultimate schon wieder parat, ne? Ich höre am besten gar nicht auf zu schießen. Die Fähigkeit, die Fähigkeit, die Fähigkeit. Oh. Ich habe die Fähigkeit nicht gekriegt. Schade. Nein, ich habe losgelassen. Nein. Oh, die Fähigkeit, die Fähigkeit, die Fähigkeit. Wow, so viel Action. Nein, das klingt nach Boss. Okay, jetzt... Hilfe? Ich sehe nichts mehr. So viele Explosionen. Was war das? Gar nicht übel für den Anfang. Da für euch. Sagst du? Puh. Kommt später wieder. Ich habe noch eine Herausforderung für euch. Ich möchte die nicht annehmen. Ist das möglich? Sagst du? Was war das denn? Nochmal so ein Fluglevel? Ernsthaft? Ich weiß nicht, ob ich das freiwillig machen möchte. Vermutlich kommt dann wirklich nochmal so ein Bossfight wie beim letzten Mal. So vier Bosse hintereinander nach so einem Fluglevel. Ihr erinnert euch bestimmt. Da war ich ja wirklich panisch. Okay, jetzt erstmal ein entspanntes Kartenspiel. Ist das möglich? Oder er ist wirklich kein Kartenspieler, ne? Muss die Flugherausforderung machen? Muss ich wirklich? Ich will nicht. Warum? Warum habe ich gesagt, ich will alle Karten sammeln? Ich vermute mal, ich habe gerade Anfänger gemacht, oder? Das heißt, wir müssen auf Experte gewinnen. Ach, ich habe schon wieder losgelassen. Es war viel zu früh. Wie kann man diesen Sachen eigentlich ausweichen, würde mich mal interessieren. Ah, ich habe schon wieder losgelassen. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht.
Nee, ich bin tot. Ich bin tot. Ach, schön. Das ist so gar nicht meins. Ich werd's später nochmal versuchen, glaube ich. Oder offscreen? Ich weiß es nicht. Das ist eigentlich so gar nicht meins. Nee, wir versuchen es nächste Folge nochmal. Gucken erstmal, ob hier noch andere Kartenspieler sind. Das habt ihr also gemeint mit, ich soll die Flugmaschine abgeben. Wie fies! Ihr wisst doch ganz genau, dass dieser Spielmodus so gar nicht meins ist. Aber ich weiß, ich habe gesagt, ich will alle Karten. Och Mann, warum habe ich das gesagt? Ich wüsste gern, wie man sie aufmacht. Sie macht auch ein ganz komisches Geräusch. Muss ich hier eine Fähigkeit einsetzen? Muss sie vereisen? Ich kann mir nicht vorstellen. Aber sie macht ein ganz komisches Geräusch. Würde mich mal interessieren, wie man die aufmachen kann. Also ich denke mal, die Flugpassage kann man mit einer Ultimate oder so schaffen. Aber da den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. So, wer von euch ist denn hier Kartenspieler? Du warst das, ne? Ja. Bereit für ein Kartenspiel. Dann probieren wir mal unser Glück. 20 gegen 20. 2 kriegen wir da durch und hier kriegen wir 1. Das sind 3, 4, das reicht. Ich mag die Programmiererkarte. Die hat noch richtig guten Wumms drauf und gibt mir noch zusätzlich Mana. Auf was spart er da? Das ist am günstigsten. Und dann sparen wir. Au! Was? Ein dunkler Kuro. Mit Erstschlag auch noch. 3-3 Erstschlag reicht nicht. Wir brauchen Menos tatsächlich. Er hält am ehesten durch mit 9 Leben. Wir können es nächste Runde immer noch schaffen. Wenn mein Programmierer da oben nicht blockiert wird. Ja, wir werden es schaffen. Aber das wäre eine knappe Kiste geworden. Hätte er mich da oben jetzt blockiert. Die Maus wird weggeräumt, ich weiß. So, geschafft. Ah, das war ganz entspannt im Verhältnis zu dem Fluglevel. Waffe. Es ist mal ein sehr simpler Name. Waffe. Okay, das ist eine Waffe. Sieht eher aus wie ein Computer. Oder irgendwas Pipeline-artiges, weil da unten das Drehrad ist, aber mit 12 Schaden. Das war die Karte! Also ich glaube, es war letzte oder vorletzte Folge. War das so eine Karte, die auch mit 12 Schaden, genau. Deswegen war die so schnell weg. Die hatte nur 2 Leben. Das ist ja interessant. So, hier haben wir niemanden mehr. Achso, war unten noch ein Gebäude eventuell? Oder... Nee, aber hier kann ich ja doch... Genau, hier kann ich Säge setzen. Gucken wir mal. Wir brauchen ja auch noch diese Schriften und hier ist die Bibliothek. Die Frage ist nur, wo kriegen wir diese Schriften? Oh,
Oh, sie kann auch hauen. Oha. Falls ihr euch erinnert, in der Bibliothek in der Hauptstadt ist ja momentan noch gesperrt, weil sie irgendwelche Unterlagen sortieren wollen. Und sie brauchen Unterlagen aus diesem Zeitalter. Ich hatte gehofft, wir kriegen die Unterlagen vielleicht hier und können uns so Zutritt zur Bibliothek verschaffen. Ja, Mr. Goggle. Ach nee, Gagle. Entschuldigung. Der Herr Gagle war das. Okay, keiner gibt mir Unterlagen. Es war auch nur meine Theorie. Also das Spiel hat mir jetzt nicht suggeriert, dass ich die irgendwo suchen soll. Ich dachte nur, dass ich vielleicht hier drankommen würde. Schade. Dann weiß ich tatsächlich nicht, wie wir in die Bibliothek kommen. Da ist ja noch eine Karte. Eine Karte ist dort zu finden, aber da komme ich nicht ran. Der Wald, der ist aber an derselben Zeitebene wie immer. Ist auch kein Kartenspieler. Ich dachte, es war mehr als einer noch hier. Da war ja gar nicht so viel zu tun in der absoluten Vergangenheit. Ah, hier ist noch was. Kann man nur mit dem Fluggerät hin. Uralter Vulkan. Ach nee, hier war ich schon mal. War dieser kleine Bug. Aber hier ist auch nichts. Keine Kartenspieler mehr? Doch noch lange nicht alle. Gut, ja, dann haben wir hier. Es fehlen aber nicht mehr so viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Karten fehlen uns nur noch. Aber hier in dieser Zeitebene anscheinend keine weiteren zu finden. Dann gehen wir nochmal zurück. Und gucken in der Zukunft, ob wir da noch weitere Kartenspiele haben. Und ja, ich werde in der nächsten Folge nochmal die Flugpassage machen. Keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Ich möchte es nur gerne vermeiden. Also ich wünschte, ich könnte es vermeiden. Aber um an die Karte zu kommen, muss ich den Kampf bestreiten. Ob ich will oder nicht. Warum bin ich hier? Weil ich mich verflogen habe, ne? Das ist die falsche Insel. Das ist die mit diesem Augenfragment. Hier müssen wir hin. Dann sind wir jetzt wieder in der Zukunft und müssen da noch einmal alles absuchen. Wobei ich der Meinung bin, wir sind weitestgehend durch. Ist jetzt wirklich die Frage, wo wir die letzten Karten herkriegen, außer die eine da hinten. Fehlen ja immer noch 5.
in der Höhle da hinten. Moment, stimmt. Da könnte ich noch ganz kurz gucken. Wir gucken nur noch kurz da. Was auch immer wir dort finden oder nicht finden werden, wir werden es nicht in dieser Folge erledigen. Ich will nur schauen, ob da was sein könnte. Oha, zwei Truhen und eine Karte. Oh nein. Ich glaube, ich würde sogar das Fluglevel dem hier vorziehen. Und das will schon einiges heißen. So, liebe Güte. Wir machen tatsächlich in der nächsten Folge das Fluglevel. Aber nur einen Versuch. Wenn ich wieder scheitern sollte, lasse ich es erstmal liegen. Und heb mir das bis ganz zum Schluss auf oder so. Ich weiß es nicht, aber dann muss ich tatsächlich da drüben in den Dungeon nochmal rein. Zwei Truhen und eine Karte erwarten uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao.